bin der Kevin und bin 31 Jahre alt. Gefühlt bin ich schon immer bei der Feuerwehr Rheinstadt. Ich bin mit 14 in die Jugendfeuerwehr eingetreten, bin dann mit 18 direkt in die Einsatzabteilung übergetreten. Ich bin der Maschinist geworden, weil mir die vielseitige Technik sehr gefallen hat. Und natürlich macht das Fahren der großen Fahrzeuge auch sehr viel Spaß. In der Abteilung Beutelsbach haben wir zwei Löschgruppenfahrzeuge, auf denen ich ausgebildet bin. Die Drehleiter und das Wechselladerfahrzeug. Beim Wechselladerfahrzeug ist hauptsächlich die Größe und das Gewicht eine neue Herausforderung. Mit 26 Tonnen ist das WLF ca. doppelt so schwer wie ein Löschgruppenfahrzeug. Alle Maschinisten haben eine praktische und theoretische Einweisung bekommen. Anschließend musste jeder Maschinist eine zweistündige Einweisungsfahrt durchführen mit einem ausgebildeten Multiplikator. Und anschließend werden dann in den normalen Übungen Praxis und theoretische Erfahrung gesammelt. Die Herausforderung beim Wechselladerfahrzeug ist hauptsächlich die Größe beim Fahren. Das größere Problem und die Schwierigkeit ist das Auf- und Absetzen des Abrollbehälters bzw. das richtige Einweisen. Das Fahrzeug wird von zwei Feuerwehrleuten bedient, ein Maschinist, der das Fahrzeug fährt, und ein Fahrzeugführer, der das Fahrzeug einweist. Spaß macht mir an der Aufgabe des Maschinisten, das Fahrzeug zu bedienen, zu fahren und natürlich auch die Verantwortung zu tragen, die Mannschaft sicher zum Übungs- und Einsatzort zu bringen. Für die Zukunft bedeutet es, dass wir ein Fahrzeug mehr in Beutelsbach haben, mit dem wir natürlich regelmäßig üben und fahren müssen.